Freunde, hallo liebe Tamiya-Fans, willkommen zu den Tamiko News Volume 13. Wir haben wieder einige Neuheiten für euch, die sind jetzt auch schon in der Auslieferung. Heute dreht sich fast alles um Tamiya, es gibt auch noch ein anderes kleines Highlight, aber das spare ich mir mal bis zum Schluss auf. Fangen wir mit Tamiya an. Fiat 131 Abarth. Ganz tolles Auto und da ein Liebling von uns persönlich auch. MF01X, M-Chassis, Rallye-Chassis, wie beim Golf 2 Rallye, der ja erst rausgekommen ist. Auch langer Radstand, 239 mm. Aber wirklich ein Klassiker aus den späten 70er und 80er Jahren. Auf dem Auto, wisst ihr ja wahrscheinlich, ist Walter Röhrl Weltmeister geworden. Hier in der Werks Olio Fiat Lackierung. Gefällt mir sehr gut. Da wird es auch eine spezielle Farbe wieder dazu geben. Das sieht hier nämlich eigentlich schwarz aus, ist aber wirklich ein ganz tiefes Dunkelblau. Kommt eine extra PS-Farbe damit dazu raus, aber nur eine kleine Info mal vorab, die werden wir auch bekommen. Die werden jetzt ausgeliefert. Chassis kennen wir ja. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Karosserie an, weil die ist wirklich schön. Da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen drüber. Schauen wir mal rein in die Kiste. Aber hier noch ein paar Detailshots. Wie beim Golf 2. Immer hier kein gemaltes Bild bei Tamiya drauf, bei diesen Kits. Aber ein schönes Bild. Der Kit macht also wirklich einen tollen Eindruck. Bisschen was zum Originalfahrzeug wird hier erklärt auch. Im Baukasten ist übrigens ein Torque-Tuned-Motor dabei und natürlich auch ein elektronischer Fahrtregler. Der fehlt jetzt hier noch in unserem Vorabbausatz, wird aber dabei sein, kommt aber auch wie üblich mit einem Torque-Tuned-Motor, wie ihr hier schon am Aufkleber erkennen kann. Abgesegnet von Abarth ist das natürlich auch, extra mit Hologramm-Aufkleber. Und jetzt mal reinschauen in die Kiste. Ist ein eckiger Kasten, aber gerade das macht diese Autos aus. Fiat 131 Abarth Version. Zur Homologation hat es damals auch 200 Stück zum Verkauf gegeben als Straßenversion. Die waren meistens rot. Ein super seltener Klassiker heute. Und die Karosserie ist wirklich sehr schön detailliert. Was wir hier auch sehen können, Tamiya hat hier tolle Anbauteile dazu gemacht. Dieser Dachspoiler, wie man hier sehen kann. Und auch der Heckspoiler und diese seitlichen Lufteinlässe hier am Auto. Die sind wirklich in ABS-Kunststoff auch ausgeführt. Kann man hier schön sehen. Das ist der Spoiler oben auf dem Dach. Das ist der Heckspoiler. Toll detailliert. Das sind diese seitlichen Lufteinlässe. Und natürlich hat das Auto auch wie die ganzen M-Chassis in letzter Zeit Lichteinsätze. Und das ist wirklich sehr cool. Hier natürlich die vorderen Hauptscheinwerfer sind beleuchtet. Und auch die Rückleuchten. Natürlich recht aufwendig gemacht, weil die sind recht filigran beim richtigen Auto schon. Hat Tamiya sehr schön gelöst. Werden hier also mit doppelseitigem Klebeband dahinter geklebt. Vorne genauso. Sehr hübsch gemacht. Ansonsten gibt es ja hier nichts Neues zu sagen. Das sind die üblichen M-Chassis Rallye-Reifen. Die sehen nicht nur gut aus, die funktionieren auch gut. Mag ich sehr gerne. Und ansonsten die klassische Abarth-Felge, wie wir sie auch schon vom Abarth 1000 TCR kennen, wird aber auch bei vielen anderen Fahrzeugen verwendet. Die ist hier auch mit dabei. Und da muss man sagen, die passt sogar wirklich recht gut zu dem Abarth, zu dem 131, ne? Ansonsten ist Tamiya da nicht immer so glücklich mit der Felgenwahl, weil sie auch selten noch neue Felgen für neue Karosserien mitentwickeln. Also da wäre es schön, wenn wirklich für die Fahrzeuge spezifisch, so wie es früher war bei der Alpine oder beim Abarth eben oder beim Alfa Giulia, wenn da wirklich für die Fahrzeuge mehr Sinn drauf gelegt wird, auch eine passende Felge zu haben. Das wäre natürlich ganz toll, aber hier passt es recht gut. Jetzt möchte ich euch nur noch den Dekorbogen zum Auto auch zeigen.
Weil der ist recht aufwendig ausgeführt. Da gibt es einiges zu bekleben. Gelb, dunkelblau eben. Dunkelblau wird lackiert. Das Dach wird auch, wie in der Bauanleitung angegeben, gelb lackiert bei der Karosserie. Ansonsten ist vorgesehen, dass die ganze Livery hier unten rum, um die Verbreiterungen, die wird alles geklebt. Die Aufkleber findet ihr hier auf diesem Bogen. Ansonsten hier die kleineren Sticker, Sponsoren und so weiter, Startnummern, die sind dann auf dem Extra-Stickerbogen mit drauf. Scheibenrahmen sind hier beim Großen und auch das Grill. Scheibenabkleber, Abkleber für die Rücklichter und Scheinwerfer vorne sind natürlich auch dabei, wenn man die beleuchtbar natürlich machen will. Sonst sieht das nicht so gut aus. Ist einiges zu kleben. Wenn man das aber wirklich aufmerksam und gewissenhaft macht, wird man mit einem super schönen Modell belohnt, wie ihr das hier seht. Also ist auch eins meiner persönlichen Favoriten. Ich mag hier die italienischen Rallye-Klassiker und Rennklassiker sowieso, wie auch Alfa und die Fiat Abarth und besonders. Ne? Und das ist ein tolles Rallye-Auto. Natürlich wird von dem Auto auch ein Bodyset geben. Dann könnt ihr euch das Auto natürlich auch auf dem richtigen Hecktriebler-Chassis bauen, wie auf dem M08 oder auf dem neuen MB01 zum Beispiel, weil das kann man auch in allen Radständen bauen. Auf dem MB01 ist das bestimmt auch eine tolle Karosserie, kann man dann da auch machen. Ne? Genau. Und dann haben wir es eigentlich mit dem Abarth schon. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Nächstes kleines Highlight. Auto, was auch super bei euch angekommen ist. Toyota Celica GT4. Der Klassiker aus den 90ern. Schönes Rallye-Auto. TT02 Chassis. Kit gibt es ja schon bei uns im Shop. Auch das Bodyset übrigens. Gibt es jetzt mit Pre-Painted Body. Da steht's. Also vorlackierte Karosserie. Und das wird viele von euch freuen. Weil jeder hat nicht die Skills oder auch die Möglichkeiten, so eine Karosserie irgendwo zu lackieren. Und da ist natürlich sowas eine feine Sache. Wir schauen uns mal die Karosserie an. Kit ist natürlich ansonsten gleich zur normalen Version. Hier haben wir die drin. Karosserie ist weiß vorlackiert. Und hier dieser Frontbereich wird ja eigentlich auch schwarz lackiert. Ist auch schon gemacht. Man muss dieses Auto dann eigentlich nur noch bekleben. Das ist auch ein bisschen Arbeit. Aber durch die vorlackierte Karo ist einem schon wirklich geholfen. Was auch wirklich schön ist, die Scheiben sind auch hier in Smoke PS Tamiya auch schon so vorgetönt. Das macht sich auch sehr gut, so wie es auch in der Anleitung immer angegeben ist. Und Karosserie muss dann nur noch ausgeschnitten werden. Die Radkästen sind schon vorgestanzt. Das ist immer ein bisschen tricky. Das wird einem hier schon abgenommen. Und wie ich das hier so sehen kann, die Karosserie ist wirklich wunderbar, super vorlackiert, da gibt es gar nichts zu meckern, man hat hier lauter scharfe Kanten auch. Kann man also gleich loslegen mit dem Bekleben, Chassis bauen und hat ein wunderbares Modell. Also auch ab sofort bei uns im Shop erhältlich. Ist ein Fahrzeug mit einer 47er Nummer, den wird es also nicht ewig geben, wer da einen möchte, sollte dann eben nicht allzu lange warten. Diese vorlackierte Variante wird es nicht länger geben. Wir haben noch einen für euch. Ein besonderer Liebling. Ihr seht hier schon die Vorgängervariante hier vorne stehen. Mitsubishi Pajero. Hier hat er noch Montero geheißen. In dieser Dakar-Livery. So wie es das Auto auch schon mal in den 80ern gab, aber da mit Rädern vom Subaru Brett und Grasshopper-Federung. Aber prinzipiell war das Chassis sehr ähnlich. Dann gab es ja das Auto mal auf dem Lunchbox-Chassis mit den Lunchbox-Rädern. Den seht ihr hier vorne. Hat mir auch sehr gut gefallen damals. Den gibt es aber schon eine Zeit lang nicht mehr. Jetzt hat Tamiya reagiert
und hat den Montero Mitsubishi Pajero wiedergebracht in einer zivilen Straßenversion, nicht die Rallye-Version. Mit kleinen Rädern aber. Und das ist auch so ein Ding, da wollen wir jetzt noch gleich noch näher drauf eingehen, zeige ich euch. Diese Räder, diese Felgen besser gesagt, wird es jetzt auch einzeln geben. Und die sind eigentlich auch gemacht für die ganzen Klassiker wie Grasshopper, Hornet, Frog zum Beispiel. Um da, die haben diese klassischen Aufnahmen, wie wir sie kennen vom Hornet, Frog, Grasshopper, eben auch den Lunchbox-Modellen hier auf dem CW01-Chassis, Midnight Pumpkin und so weiter. Dann kann man sich solche Felgen auf diese alten Mitnehmer draufpacken. Vorne haben sie eine Kugellageraufnahme. Und dann kann man solche 1.9er-Reifen, wie zum Beispiel hier diese Reifen, diese Rockblock-Reifen, wie wir sie von den Highlift-Modellen von Tamiya kennen und so weiter, auf diesen Klassikern fahren. Besonders für Grasshopper Hornet eine coole Geschichte, aber hier sieht das auch ganz toll aus. Erinnert mich persönlich ein bisschen so an die ersten Wild Wheelie 1 und so, weil da waren die Räder noch nicht ganz so groß und ich bin sehr gespannt, wie das Auto fährt. Wird auch ab Werk hier CVA, Öldruckstoßdämpfer schon haben, gefällt mir auch sehr gut. Und wir schauen uns das Auto jetzt mal genauer an. Ist auch wirklich ein schöner Kit. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir schöne Bilder drauf. Hier ist das Chassis abgebildet. Zwar leider kein gemaltes Boxart, aber ein weißer Hintergrund mit einem schönen Bild von dem Pajero. Und ich schaue da jetzt mal rein. Da haben wir schon die Bauanleitung. Karosserie ist im Vergleich zum Vorgänger rot schon eingefärbt, weil er ist ja auch rot drauf. Die kann man natürlich rot lackieren auch noch, dann sieht das viel hübscher aus. Aber gerade für Einsteiger, die hier nicht unbedingt lackieren möchten, die ist auch rot eingefärbt. Kann man sich ein paar Details bemalen, ist das also auch ganz hübsch hier. Ansonsten hier noch Zusatzteile, Ersatzrad, Licht, Scheibeneinsatz, Überrollbügel, das sind so mal die Geschichten hier. Und ansonsten gibt es hier nicht ganz was Neues. Das sind so die typischen Lunchbox-Teile, wie so ein Lunchbox Midnight Pumpkin Kit aufgebaut ist. Der berühmte Bumper, das ist dann das Hauptchassis. Grasshopper, Hornet, Hinterachse, ist ja alles genau gleich bei diesen Fahrzeugen. Kleiner Deckhalbogen, der fällt relativ klein aus, weil wir haben nicht so viel Mitsubishi-Schriftzüge hier fürs Grill, dann die silbernen Teile für die Stoßstange zum Beispiel, sehr nett gemacht, für die Blinker auch. Und hier kommen wir schon mal zum Wichtigen, was das Modell eigentlich relativ besonders macht. Wie schon gesagt, wirklich die Reifen, das sind hier die Rockblock-Reifen, kennen wir vom Highlift. Die gibt es übrigens auch in der Soft-Version, haben wir im Shop. Und hier sind mal die Felgen. Ich packe die mal aus, damit man das hier ein bisschen mehr besser zeigen kann. Hol mal ein so ein Spritzling raus und da sehen wir es schon. Da haben wir so ein Spritzling, da ist eine vordere und eine hintere Felge mit dran. Eigentlich die Hinterseite ist eigentlich, die Rückseite ist eigentlich am interessantesten, weil hier haben wir wirklich diese klassische Aufnahme, diese 5-Punkt-Aufnahme für die alten Mitnehmer von den Tamiya-Klassikern. Vorne Kugellageraufnahme für L50er-Lager. So ein Mitsubishi wird übrigens einen Lenkhebel haben wie ein Grasshopper oder Hornet mit einer kürzeren Achse, nicht für diese breiten Räder wie beim Montero oder Lunchbox zum Beispiel. Der hat dann also die schmalen dabei. Man kann das aber auch wechseln und kann sich natürlich auch dicke Räder drauf machen. Das ist auch kein Problem. Ihr könnt also so eine Bereifung auch auf das Fahrzeug machen. Aber ich finde das hier wirklich sehr, sehr spannend. Diese Felge wird es unter der Nummer 22077 als Vierersatz auch bald bei uns im Shop geben, ist schon bestellt und die sollten auch bald eintreffen. Dann kann man also wirklich seinen Klassiker mit 1.9er Rädern ausrüsten und da eben auch so einen modernen Reifen drauf fahren. Und ich glaube, das ist für einige Fahrzeuge ganz interessant und wird auch die Performance erhöhen. Auf jeden Fall schöne 5-Speichenfelge, das ist wirklich hübsch gemacht. Gefällt mir sehr gut, ist eine tolle Idee von Tamiya. Dass es jetzt sowas gibt. Hier haben wir die Bauanleitung. Die ist natürlich ein bisschen abgeändert für den Mitsubishi.
Ansonsten außer den Rädern und der Body und dass auch schon CVA Öldruckstoßdämpfer enthalten sind. Hier keine Änderung, aber das ist auch toll. Damit funktionieren die Modelle wirklich deutlich besser gegenüber den normalen Federdämpfern. Das ist wirklich sehr schön. Gefällt uns sehr gut. Ansonsten ist hier alles gleich. Elektronischer Fahrtregler wird auch diesem Modell beilegen. Ist jetzt hier noch nicht dabei. Da spezielles Vorabmodell. Dann packen wir das hier mal wieder ein bisschen ein, damit wir Platz bekommen. Und wir reden jetzt dann mal über die Sachen, die noch kommen, weil da gibt es auch ein paar richtig spannende Sachen. Tamiya und auch andere Hersteller lassen hier nicht nach. Ihr seht hinter mir schon ein paar tolle Klassiker. BBX, Commander Klassiker. Buggy Champ, Rough Rider, Super Champ. Und der in der Mitte, der Rough Rider Buggy Champ, der kommt wieder. Und zwar Ende Oktober. Das Modell könnt ihr bei uns im Shop vorbestellen. Den gab es jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr. Also praktisch Bruder vom Sand Scorcher. Buggy Champ kommt wieder Ende Oktober. Also wer den noch nicht hat, kann da zuschlagen. Und dann auch eine Neuheit, wo ich mich sehr drüber freue. Sozusagen das Schwestermodell vom Boomerang. Der Super Saber. Den gab es noch nie. Der wird wirklich Ende November rauskommen. Könnt ihr auch schon bei uns im Shop vorbestellen. Futuristische Karosserie. Praktisch auf einem Boomerang-Chassis. Kleine Änderungen gibt es an der hinteren Dämpferbrücke. Hat der Boomerang ja eine höhere, ne? Aber ansonsten ist das eigentlich ein Boomerang mit einer anderen Karosserie. Der wird dann auch schon, die, wie es bei vielen Wiederauflagen gemacht wurde, die moderneren CVA2-Dämpfer drin, haben aber natürlich auch in dem schönen Rot. Der kommt auch Ende November. Und dann gibt es noch was ganz Skurriles. Tamiya bringt ein neues Chassis und zwar ein GF02. Ihr kennt ja das GF01 von den Wheelie-Modellen, von den Fun-Modellen, vom Comical Avante, Comical Hotshot. GF02 soll sich darin unterscheiden, dass es nicht ganz so einen kurzen Radstand hat, sondern einen normalen Radstand sozusagen. Und da gibt es den Squash Van dann drauf, der kommt auch Ende November und hat eine Lexan-Karosserie, die so ein bisschen ähnelt an einem Tamiya Midnight Pumpkin. Aber mit so einem Hardtop hinten drauf, so eine Art Van. Und das ist wirklich ein sehr hübsches Auto. Sind wir auch sehr gespannt drauf. Kommt auch mit dem Super Saber Ende November. Und ihr wisst ja, eigentlich die Neuheit stelle ich euch jetzt noch vor. Kyosho feiert 60-jähriges Jubiläum. Der Phantom Gold kommt dieses Jahr raus. Den erwarten wir jetzt täglich. Der Joel Johnson Ultima, das Weltmeisterauto von 1987, kommt raus. Limitierte Version. Der kommt auch, wenn wir Glück haben, Ende der Woche. Und Kyosho hört aber noch nicht auf. Es kommt noch ein 60 Jahre Sondermodell. Und zwar ein Optima Mid. Und zwar ein ganz spezieller. Der Optima Mid kam ja schon raus und ist mega gut bei euch angekommen. Ich habe auch selber einen und bin begeistert von dem Modell. Es kommt eine World-Spec-Version raus. Und zwar eine Version, wie sie damals 1987 die japanischen Teamfahrer gefahren haben. In einer Art Mintgrün, auch mit Mintgrün-Ultima-Rädern. Auch in der schönen kleinen Verpackung wie der Ultima. Das wird ein schönes Köfferchen sein. Hat eigentlich alles drin, was das Herz begehrt, bedeutet Kugeldifferenziale vorn und hinten, Carbon-Dämpferbrücken, Carbon-Oberdeck, Turnbuckles bedeutet rechts-links-Gewinde, Spurstangen und auch Stangen zum Einstellen von Sturz und so weiter. Er wird CVDs vorne haben und die Alu-Teile am Fahrzeug, wie die Dämpfer und noch ein paar andere Geschichten, die sind nicht Gold wie beim normalen Optima mit ausgeführt, sondern in dunklem Gunmetal. Sieht also richtig heiß aus. Eine weitere Neuerung, auch die Karosserie wird ein bisschen anders sein. Die ist angelehnt an den Pro Optima, bisschen aerodynamisch.
hat Kyosho also extra eine neue Form gemacht. Sieht richtig heiß aus in dem Grün. Sehr schönes Fahrzeug. Limitiert wirklich nur zum 60-Jährigen. Fahrzeug könnt ihr jetzt bereits bei uns im Shop vorbestellen. Also der Ultima kommt jetzt diese Tage und ihr könnt aber schon den nächsten Superklassiker vorbestellen. Und der soll, wenn wir Glück haben, bis Ende Dezember bei uns eintreffen. Also möglich, dass der wirklich pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegt. So sind jetzt mal die momentanen Aussagen. Kyosho Optima mit World's Back Ende Dezember Limited Edition. Also das ist nochmal ein richtiger Knaller, was Kyosho da rausgehaut hat. Aber ich denke mal, es war heute wirklich für jeden was dabei. Abarth, Celica, Mitsubishi Pajero sind jetzt schon da. Buggy Champ kommt Ende Oktober. Super Saber, Squash Van kommen Ende November. Also jeden Monat ist jetzt was dabei. Und als krönender Abschluss gibt es dann noch den Optima mit in der World's Back Edition von Kyosho. Also was will man mehr? Und wir können das Jahr damit super abschließen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Modelle. Ich hoffe, euch hat die Sendung euch gut gefallen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Tameco Team sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.